Freundes und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Payday 2. Wir machen heute mal den Diamond auf komplett Pazifist. Das war zumindest die Challenge, wie ich sie gelesen habe. Und, ja. Gib ihm. Der nicht? Wie konnte der überhaupt joinen, wenn ich hier Instant Friends drin hatte, ja? Okay. Das fängt ja schon mal für einen Pazifisten-Run extrem super an. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal... Übrigens, hier ist einer der krassesten FPF-Drop-Plätze der ganzen Map für mich, also es ist sofort wieder besser. Schaffe ich nicht. Schade. Aber was soll's, man hat ja Zeit. Nee. Das nervt zwar schon ein bisschen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Funktioniert super. Ja, absolut super. 100% keine Fehlfunktion. Gut denn, auf geht es. Ich habe mal wieder kein Glück, oder? Also mit dem Security-Raum meine ich jetzt, weil es wäre halt schön gewesen, den Security-Raum unten zu haben, weil dann hätte ich den eben sofort machen können. Das wäre halt leichter für alle Beteiligten gewesen. Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Und ich muss dann daran denken, dass ich mir noch unten die ganzen Sachen hole. Also wirklich Sorgen mal, dass ich das irgendwie vergesse oder so, mache ich mir eigentlich... Aber da ist der Security-Raum, das ist doch was Schönes. Erstmal schön hier ein paar Tripmines verschwenden, ich meine, man hat ja 14. Warum nicht? 14 Tripmines. Ich meine, wozu braucht man 14 Tripmines? Das ist so unnötig. Ich gehe das hier übrigens auch immer lieber so Step by Step ab, so dass ich wirklich genau sehe, was wo ist und... Ja, blau ist komplett leer, ne? Fast leer wie meine Brieftasche. Gut, aber leider ist... RNG-technisch könnte es echt besser laufen, so von der Verteilung her. Weil wir haben jetzt wieder so viele Dinge. Ich meine, 19... insgesamt 20 Bags, die wir rausbringen müssen. Pazifisten-Style sind schon ein bisschen nervig. Und kurz bevor man sagt, ja, ich habe zwar die eine Guard geholt, vom Pager her, aber das ist erlaubt. Weil ich meine, ich habe ihn ja nur runtergeschrien und nicht getötet. Nein, der war schlecht. Ich muss mich... Es wäre halt schon ganz gut, wenn ich einen Civilian irgendwie runterschreien könnte oder irgendwo bekommen könnte. An einem guten Platz. Denn das, wenn ich den da kriege, dann habe ich immerhin schon eine Keycard und ich habe die Hoffnung, dass wir einen zweiten Zivil hier drin haben. Dann könnte ich nämlich dann, ich sag mal, von dort aus operieren.
Was zum Teufel? Also hier muss... Ja, dass hier noch ein Stromkasten ist, war klar, aber dann muss sich noch einer auf den Hof befinden. Ich gehe nicht gern auf den Hof. Zu viele traumatische Erlebnisse. Ach du Scheiße. Das habe ich verkackt, oder? Das habe ich nicht verkackt. Ich bin der größte Lacker. Oh mein Gott. Also, wenn ich das wirklich jetzt so durchziehen kann, dann... Ich glaube, dann kann man echt einfach nur noch sagen, GG. Was zum Teufel? Ich muss ehrlich sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und zwar in doppelter Hinsicht. Gut, es bleibt zwar noch immer das Problem mit dem letzten Kasten bestehen. Aber ich denke, das wird sich gleich in Wohlgefallen auflösen. Nein, da gehe ich nicht hin. Ich könnte theoretisch... Ja, ich kann mal nach unten gehen. Und da ist auch direkt der Kasten. Was will ich mehr? Gut. Können wir ins Innere? Ist ja wirklich eigentlich sogar... Ich weiß nicht, was günstiger wäre. Ob wenn ich da drin ein CV habe oder wenn ich da drin kein CV habe. Okay, ich habe keinen CV. Das ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite... Scheiße. Aber da die Guard gerade erst nach hinten gegangen ist, können wir uns den CV jetzt hier holen. Und ich zeige euch jetzt auch gleich mal mit quasi Trick 17... wie man den Civi in diesem Raum in Sicherheit bringt, ohne dass ihn die Guard dann spottet. Und zwar bringt ihr den Civi in diese Position, geht in diese Ecke hier, stellt euch am besten nach ganz unten und dann lässt ihr den Civi einfach runtersinken. Damit ist er dann komplett sicher. Ja. Ich weiß gar nicht mal, wohin mit meinem ganzen Zeug. Um ehrlich zu sein. Ich habe so viele Tripbinds, die kann ich an so vielen Stellen einfach nur hinlegen. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Also, kurz zur Überlegung. Ich habe noch hinten, da sind noch drei Artefakte. Die werde ich jetzt mal als allererstes direkt wegbringen. Und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass es von der Verteilung noch irgendwie gut ist. Der Typ hat auch keinen Bock, sich irgendwie körperlich zu ertüchtigen. Aber gut, lassen wir das. Gibt ja solche Leute. Gut, lasst mal schauen. Hier unten haben wir nur noch die beiden checken. Nein, nein, dann haben wir hier unten vier. Drei. Ich war noch in Gedanken bei dem Gemälde, was in der Eingangshalle hing. Entschuldigung. Also ich weiß einen Platz, wo ich einen Tripmine hinlegen sollte. Aber das können wir ja gleich noch im Anschluss machen.
So, bin ich jetzt vollkommen blöd? Ich dachte, es waren hier mehrere. Täusche ich mich etwa? Anscheinend täusche ich mich. Gut, also habe ich jetzt hier unten alles. Ja, gut, okay. Dann schauen wir uns diesen freundlichen Herrn doch noch etwas genauer an. Während wir darauf warten, in freudiger Erregung, dass sich dieser freundliche Herr dort seines Amtes bewusst wird und wieder dahin geht. Auch gut. Also einmal nach unten, dann einmal nach oben. Warum nicht? Gibt ja solche Leute. Jetzt stellt man sich dahin. Oh Mann. Und er ist weg. Ja, er ist weg. Gut. Dann sollte ich nur für einen... Doch, ja, komm. Einen Tripmine kann ich noch hier. Ich meine, 14 Tripmines. 14 Tripmines. Was will ich damit? 14 sind 8 mehr, als man eigentlich braucht. Ja, ich sage bewusst 8, nicht weil ich mich verrechnet habe, weil ich nicht kopfrechnen kann, sondern einfach weil ich persönlich der Meinung bin, dass 8 Tripmines absolut ausreichend sind. Gut, lasst kurz schauen. Gut, dann ist das hier auch clear. Da hat mein Herz gerade tatsächlich einen kleinen Hüpfer gemacht. Habe ich da zwei? Okay. Ich denke, man sollte auch... man sollte vielleicht für den Anfang mal so als Idee... So als Grundgedanke vielleicht erstmal die Keycard hinten reinhauen, damit man die Diamant holen kann. Aber das wäre nur eine Nebensache, ne? Das wäre ja so, nur so eine Grundidee quasi. Oh Mann. Gut, er steht jetzt hier, da kann ich jetzt nicht viel ausrichten. Aber was ich machen kann, ist hier hinten agieren. Und zumindest mal die beiden Artefakte, die hier noch sind, wegholen. Dann sind wir bei 6 übrigen Artefakten. Drin habe ich... Ich habe nur ganz kurz hingeschaut, es dürften 2 oder 3 sein. Also... rechnen wir mal grob mit 3 Artefakten da drin. Dann haben wir noch eins da. Dann dürfte noch ein Doppelkasten ungefähr sein. Ich hoffe ja sehr, dass es nicht wieder dieser eine von den 2 absolut schweren und nervigen sind. Aber man weiß ja nie... Vorne ist gerade wieder Treffpunkt. Museum im Brennpunkt quasi. So, dann ist jetzt er hier weg. Dann kann ich jetzt zumindest mal da hinten die... ich bin ein Die. Ich bin ein ziemlicher Die. Dann kann ich aber zumindest jetzt da hinten mal die Keykarte reinlegen. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, ja gut, 3. Passt. Also haben wir da drin noch 3 weitere. Okay, 1 ist da. Es musste sein. Es musste einfach dieses Ding sein. Es musste einfach sein. So, er ist jetzt gerade zu unserer Seite ge... Nein, er geht jetzt hoch, nicht wahr? Er geht da nicht hoch. Sofort. Nehmen und raus damit. An die beiden, die werden dann witzig. Careful,
Ich habe noch keinen Plan, wie ich es bewerkstelligen soll, die wegzubringen, aber da lasse ich mir dann etwas einfallen. Ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, müsst ihr wissen. Wie mein Englischlehrer. Naja. Ich muss eben nur aufpassen, dass ich jetzt nicht direkt in die Kontrollguard reinrenne. Davor habe ich eigentlich mit am meisten Angst. Das ist so meine größte Befürchtung eben, dass ich das Pech habe, von der Kontrollguard gespottet zu werden. Oh, der stellt sich dahin. Keine hier drinne, keine hier drinne. Sehr gut. 5 Artefakte haben wir noch. 3 da, 2 da. Aber ihr seht schon, die Bags sind zumindest, oder zeigen zumindest die Tendenz, wo es hingeht. Beep, beep. Und überall ist es hörbar. Gut, dann, da sich die Kontrollguard noch nicht hat blicken lassen, gehe ich mal am besten vor zum Dir, mir zumindest den zu holen. Ich möchte übrigens noch dazu sagen, dass das der zweite Versuch ist. Ich glaube, die nehme ich nicht. So als Gedanken anregen, vielleicht. Aber die Frage bleibt bestehen, wo sich momentan diese Kontrollguard befindet. Eine gibt es eigentlich immer und ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine hatten bisher, Leute, oder? Ja, gut, ihr könnt mir da jetzt sowieso nicht antworten. Die Frage ist wohl eher rhetorischer Natur. Aber mich hätte das schon interessiert. Weil eigentlich ist das schon die Normalität, muss man eigentlich sagen. Ist das jetzt der Dia? Ist das die Kontrollguard? Oder ist das die normale? Es ist die normale, nicht wahr? Ja. Es ist also die normale Guard. Oh Gott, da war noch einer. Gut, erstmal fast wieder verschissen. Mein Herz. Ohne Witz, Leute, mein Herz, das ist gerade nicht in seiner, in seinen besten Zeiten. Immerhin darf ich überhaupt Assets verwenden, das ist schon mal etwas. Glaubt mir, Leute, den ganzen Spaß ohne Assets, der ist dann nochmal ein kleinen Zacken härter. Was ich ja übrigens auch schon gemacht habe. Aber dafür eben nicht Pazifist. Ich glaube, ich hatte wie viel Kills am Ende? 4 waren es nicht, aber ich... Ich glaube sogar, ich hatte nur 2 Kills. Im gesamten Game. In diesem Versuch. Also ich kann es jetzt nicht sicher sagen. Aber 2 ist zumindest das, woran ich mich jetzt erinnere. Nämlich einmal den Kameraguy und für gewöhnlich eben... hole ich die Guard in diesem Verbindungsraum weg. Eben weil es das Ganze so viel einfacher macht. Komm. Komm ich da... irgendwie ran, ja. Wenigstens an 1. Die Frage bleibt zwar immer noch bestehen, wie ich das zweite hole, aber zumindest hatten wir jetzt...
zumindest die erste mögliche, oder mindestens, ich brauche mindestens zwei mögliche, ich sag mal, Konstellationen von vielen, die es gibt, bei denen ich mir dieses Artefakt dort holen kann. Und, naja, das war zumindest gerade eine von beiden. Also es gibt natürlich viele, sau viele. Aber das war jetzt mal eine, ich sag mal, leichte. Einziges Problem, was ich jetzt eigentlich habe, ist eben, dass die sich zu sehr auf der Seite hier positionieren. Und er geht raus. Was tut er? Ach so, na, ja, ich weiß. Ich weiß. Dann nutzen wir diese Zeit einmal, die wir haben, um hier aufzumachen. Haben wir. Okay. Den habe ich nicht gesehen, mal wieder. Na gut, solange der liebe Herr Lubitz hier herumsteht, da ist nicht viel zu machen. Dann haben wir zumindest die schwersten Sachen jetzt raus. Dann heißt es jetzt eigentlich nur noch die Skill, beziehungsweise die Ausdauer zeigen. So, 6 Artefakte, 3 sind noch hier drin. 3 habe ich draußen. Man lernt wieder was Neues. Ich war mir sicher, es waren nur 2. Ach ja, natürlich, da hinten liegt noch das eine. Ja. Also an sich ist, wie gesagt, an sich ist der Heiß echt nicht schwer. Wenn man das wirklich komplett ohne Pager machen würde, das wäre was anderes. Also ich glaube, dann hätte ich auch ein paar Probleme. Weil den ganzen Spaß auch noch zu schaffen mit den ganzen Kameras, das ist das andere. Weil man kann es ja nicht irgendwo mal kurz hinstellen und mal warten, wenn man das, wenn das im Blickfeld der Kamera liegt. Aber zeittechnisch passt der Run. Also, halbe Stunde dafür ist jetzt nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Geht er also doch runter. Okay. Gestern hatte ich auch schon einen Try, bei dem bin ich bis zu dem Punkt gekommen, an dem nur noch ein Artefakt übrig war. Und ich noch eins auf den Rücken hatte zu diesem Zeitpunkt. Das muss ich dazu erwähnen. Ja, und dann wurde ich hier gespottet. Von der einzigen Art, die da stand. Und dann stand da auch in der gesamten Zeit, bei der ich da noch rumlief, keine weitere Art mehr. Ist halt einfach Pech. Aber zumindest haben wir jetzt sichergestellt, dass wir hier sicher gehen können. Gut, an ihm kommen wir zwar vorbei, aber lieber nichts riskieren. Sagte er und hat es fast verkackt. Ui. Und zwar wirklich fast. Ich warte wohl besser. Es ist nur noch ein Artefakt und jetzt sich zu beeilen und irgendwie Druck zu machen, ist es ja nicht wirklich das, was man tun, machen sollte. Wäre halt schön, wenn Jeremy sich hier bewegen könnte. Gut, dann bleibt uns nur noch eine einzige Tasche in Sicherheit zu bringen. Zum Erfolg dieser kleinen Challenge.
Ja, ich könnte zwar, wenn ich nicht so stinkend faul wäre, was einblenden und erklären, was die Challenge überhaupt ist. Aber ich sage euch einfach, das seht ihr ja im Titel, die Challenge eben besagt, dass ich diesen Heist auf Pazifist abschließe. Könnt ihr unten sehen, 0 Kills. Nicht wirklich eine Herausforderung. Es bleibt nur noch abzuwarten, dass sich dieser freundliche Herr hier wieder in das andere Areal bequemt. Oben seht ihr ja, was ich alles habe. Money Bundles gibt es ja hier nicht. Deswegen ist das alles, was man tun muss. Na, ich muss sagen, jetzt bin ich doch ein kleines bisschen aufgeregt. Nicht so sehr wie bei Big Bang, das muss ich zugeben. Ich gerade für einen kleinen Moment gedacht, da kommt gerade eine Gartentreppe Treppe hoch. Und nur für einen kleinen Moment. Jetzt noch mal ein kleines bisschen ruhig, noch mal ein letztes Mal fokussieren, damit wir nicht irgendwie blöd beim Rausgehen gespottet werden. Von einem Zivi zum Beispiel. Strunzenhol. Oh, ich dachte gerade, eine Gard. Das war's. Aber nein, es war nur ein Zivi. Da ist unsere Gard. Die uns hätte gefährlich werden können. Und dann war es das von dieser Challenge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn meine Kommentare echt langweilig sind. Ich kann aber sagen, dass ich bessere auch auf Platte habe. Also noch einmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.